Können wir machen. Wir können eine Übung machen. Also das ist eigentlich eine ganze Übungsreihe. Ich mache die einfach mit euch mal durch, weil der Rumpf, also wirklich, ja, der Rumpf selber, der wird beim Tai Chi und beim Qigong ein bisschen verdreht ab und zu. Bei der beim Chi-Wecken zum Beispiel ist es ja wirklich so, dass da so eine S-förmige Welle durch den Körper gehen sollte. Aber das ist eine Sache, die man getrennt üben muss, die auch gut zusammen mit dem Atem passt. Da sind aber viele Einzelübungen drin, die wir jetzt machen. Also das ist ein Teil, man kann das im Stehen machen, aber ich finde das nicht so toll, weil das dann sehr schnell die Beine nicht gut belastet. Es geht, also Body Wave ist bekannt, vielleicht ein paar. Und die Body Wave im Stehen, ich finde die nicht so toll. Also auf einem Stuhl zum Beispiel, wenn ihr wirklich sitzt, dann könnt ihr schon mal auf dem Stuhl oder eben so wie ich jetzt sitze, das ist aber schwieriger. Ja, mache ich auch nicht. Das ist ein bisschen schwieriger. Einfach nur eine Beckenschaukel machen. Also wirklich Rundrücken ein bisschen, Hohlkreuz. Einfach, dass ihr merkt, so wie ist eure Beckenstellung. Das, was wir in der Grundstellung machen mit den zwei Fingern an der Seite, oben und unten, und dann testen, ist das nach vorne, nach hinten, und da in dem Fall jetzt ist das nicht so wichtig, ihr könnt auch mal mit dem Oberkörper nach vorne einfach Hohlkreuz, Rundrücken und versuchen immer mehr die Bewegung nach unten kommen zu lassen und da drüber quasi langsam ruhiger werden. Ist halt mehr sowas wie, ja, es ist daoistisches Yoga. Ist auch so, also Qigong gibt es nicht nur im Stehen, sondern eben auch im Sitzen. Mit den ganzen Klamotten sieht man das nicht so gut. Wir machen das aber trotzdem mal. Im Sommer machen wir es nochmal. Weil diese Übung gibt es, also im Stehen ist das schwer. Ja? Deswegen ist das sinnvoll. Uff. Nach vorne mit dem Bauch und nach hinten, so dass ihr in erster Linie versucht, die Beckenschaukel zu machen. Ja, ist auch so. Und das kann man normalerweise wirklich ein bisschen länger machen. Also dass man auch merkt, was passiert da. Körperwahrnehmung. Okay, und dann kann man nach vorne sich abbeugen, komplett. Das kann man auch mit ausgestreckten Beinen machen. Ich mache das jetzt erstmal so. Und wieder aufrichten, ganz normal. Wieder nach vorne. Und wieder aufrichten. Nochmal. Und auch versuchen, den Rücken mehr zu strecken. Also man kann sich vorne an den Beinen festhalten und also nicht zu angestrengt die Sache. Einfach, also hier in den Schultern wieder locker und einfach so ein bisschen von selber den Rücken lösen in die Länge. Also jetzt nicht so die Beckenschaukel, sondern wirklich mit geradem Rücken nach vorne abbeugen. So ein bisschen wie bei Gesäßschwenken bei den sanften Brokaten. Also das nach vorne abbeugen. Und mit geradem Rücken wieder aufrichten. Noch einmal nur. Oh.
Okay, dann haben wir, also wir haben die Beckenschaukel und wir haben das nach vorne abbeugen. Und das, was man machen kann, ist wirklich halt so ein bisschen wie eintauchen in Wasser, Rundrücken, aber nicht mit dem Kopf nach oben. Also nicht den Hals, nicht den Kopf abwinkeln, sondern gerade den Oberkörper ab Schulter schon in einem Stück lassen, also weniger Bewegung. Kurz in die Höhe kommen, Schultern locker und ein bisschen rundrücken. So ein bisschen mehr wie ein Kartoffelsack. Und dann wieder nach vorne quasi eintauchen. Also wirklich eine ganze Welle durch den Körper geht. Und dann hier ausatmen. Und hier kann man gut den Flaschenatmen machen. Also wirklich Bauch, Mitte oben, kurz strecken und pausieren. Und dann wieder von oben, Mitte unten ausatmen, Pause machen. Und die Bewegung ganz langsam weiter. Hier eintauchen und einatmen. Und langsam. Einmal noch. Mal kurz nachspüren. Ihr kennt das? Kurz nachspüren. Wie fühle ich mich jetzt? Also da gibt es noch ein paar mehr Übungen, die hiermit zusammengehören. Ein bisschen Massage der Füße. Links, rechts und so, das machen wir wann anders. Also das ist eine Übung, die könnt ihr auf dem Bettrand machen, auf dem Stuhl. Und die ist eine gute Ergänzung zu dem vielen Stehen und Bewegen. Also zu dem Stehen und Gehen ist das eine gute Sitzbewegungsübung, um wirklich den ganzen Körper nochmal zu aktivieren dann. Also passt gut zusammen. Macht die fast jeden Morgen. Das soll unsere Übung für die Wiese heute gewesen sein. Ich guck mal, ob ich den nochmal nach oben drehen kann, damit ich nicht so merkwürdig sitzen muss. Also, das war wirklich die Übung, die kurze. Okay, keine Fragen. Aber trotzdem, danke. Danke, dass ihr verfolgt, wie ich hier mit der Technik langsam weiterkomme. Und wir hoffen, dass es morgen funktioniert. Habt einen schönen Freitag. Ich weiß nicht, ob ich heute noch eine Meditationssitzung anleite. Auf jeden Fall morgen 13 Uhr auf der Wiese live gestreamt, 14 Uhr live gemacht, ohne Stream. Habt einen schönen Freitag. Bis morgen, bis Mittwoch um 13 Uhr in Englisch und so weiter. Danke. Yes. Ja, eigentlich müsste der Ton schon aus sein. Der. Yeah.